In diesem Jahr wird von Wieland Wagner der gesamte Ring neu inszeniert. Stellprobe zur vierten Szene des Rheingold auf Probebühne 1. Ein Lapsus linguae sorgt für Heiterkeit. Willkommene Unterbrechung des harten Probenalltags. In Bayreuth werden alljährlich binnen 4 Wochen 6 bis 7 Werke einstudiert. In diesem Jahr sind es die 4 Werke des Ring sowie der Fliegende Holländer, Tannhäuser und Parsival, für deren Inszenierung Wieland Wagner verantwortlich ist. Hier der Amerikaner William Olvis in der Rolle des Froh und noch einmal ein wenig später bei der Bühnenprobe mit Orchester unter Leitung von Karl Böhm. Wieland ist nicht nur ein genauer Kenner des Wagnerschen Gesamtwerkes, sondern vor allem partitursicher. In weiteren Stellproben wird die Rheingold-Szene immer neu überarbeitet. Dabei erweisen sich Wielands Erläuterungen zur psychologischen Situation der Handlung immer wieder als zum Teil völlig neue Beiträge zum Verständnis des Werkes. Wolfgang Windgassen, seit vielen Jahren unentbehrliches Mitglied des Bayreuther Ensembles, hält Soloprobe in seiner Rolle als Loge mit dem Grazer Kapellmeister Alfred Walter. Wenig später wieder Stellprobe auf Probebühne 1. Wolfgang Windgassen und Erwin Wohlfahrt als Mime in der dritten Szene des Rheingold. Die Geschichten sind nicht sorglos.
großen Schmieden schufen wir sonst wohl Schmuck, unseren warmen freundlichen Geschmack. Es war so schön. Wir lachten lustig der Mühe. Es war so schön. Aber jetzt nun zwingt uns der Stimme. Das ist ein Szenenbild dieser Inszenierung. Genau, wie es zu fügen. Zu eigenem Werk, das aus Erdig hob, für mich zu hüten wollte. Durch seinen Zauber Albrechts Zahn, wie gezeigt, vielleicht, ja, vielleicht. Dass wir jetzt hin. Ich habe nur immer das Gefühl, bei dieser Front vorne, dass man sagt, also jetzt muss er rübergehen, aber sing schön nach vorne. Ja, sehen kann der Meister. Ich habe da immer ein ungutes Gefühl genau, dabei. Genau das Gegenteil ist der Fall. Also, und zwar bringt das einen absoluten Wahnsinn zum Ausdruck. Schauen Sie, kein Mensch geht so außer einem Nein. Ein Verrückter. Ja. Sei doch bei Sinnen, wen doch fasst denn nicht Wunder. Geh doch, du undiplomatischer Folterbruder hier aus dem Weg. Ja. Und vielleicht erwarten wir es ja vielleicht, ja. Erst sagt, vergeh, Frevel oder Grau, und dann erst los. Ja, das geht dann halt. Ja, also, jawohl. Vorher schon ein bisschen. In dieser Szene Gustav Neidlinger als Alberich. Die ganz und gar auf die raffinierte Wirkung des Lichts gestellten Bayreuther Inszenierungen wären undenkbar ohne die Mitwirkung technisch und künstlerisch hochversierter Fachleute. Der langjährige Chefbeleuchter Paul Eberhardt und der technische Leiter Eberhard Krumm. Herr Gassmann, nehmen Sie die Wellen vom Hänger runter, nur aus der Stolz abrichten. Beleuchtungsprobe zur ersten Rheingold-Szene. Und hier das fertige Szenenbild.